Hallo Leute, willkommen auf dem AppPlayer-Kanal. Hier ist eure Lumita und heute möchte ich euch das Game The Office Quest vorstellen. The Office Quest ist ein Click-and-Point-Adventure im Comic-Style. Ja, und dann legen wir doch einfach mal los. Ihr habt die Möglichkeit, oben in die Einstellungen zu gehen. Da könnt ihr kontaktieren, auf Facebook liken, mehr Spiele ansehen und. So, und wir starten ein neues Spiel. Und da sind wir auch schon. Und wir sitzen gelangweilt im Büro. Das scheint ihm irgendwie gar nicht zu gefallen. Ihm ist total langweilig. So. Und jetzt bekommen wir schon gezeigt, was wir machen müssen. Und zwar sollen wir auf die rote Blume vor uns drücken. Dann machen wir das doch mal. Schwupps. Und da ist ein roter Punkt. Und auch diesen aktivieren wir und weg ist er. Also, die Geschichte, glaube ich, dahinter ist, dass er praktisch seinen Alltag, also seinen Arbeitsalltag ein bisschen entfliehen möchte. Ihm steht das irgendwie alles im Hals und er möchte da irgendwie flüchten und raus und irgendwie ist das alles total langweilig im Büro. Das ist, glaube ich, die Geschichte, die dahinter steht. So, jetzt bekommt ihr unten rechts in der Ecke einen Pfeil angezeigt. Dann drücken wir doch mal auf diesen drauf. Oh, okay. Der gute Mann hinter uns schimpft. Nicht aufstehen, weiter arbeiten. Jetzt zeigt uns der Fall wieder. Wir drücken mal auf unseren netten Hintermann. Haha, ausgetrickst. Da konnten wir uns davon schleichen. Und da ist auch wieder der rote Punkt. Was es mit dem auf sich hat, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so wirklich. Aber naja, was soll's. Wir drücken nochmal auf den roten Punkt. Okay. So, er ist zu den Fischen. Ich klicke jetzt einfach nochmal auf den roten Punkt. Oder auch nicht. Dann genehmigen wir uns mal einen Becher. Und bitte etwas zu trinken. Jawohl, und da ist er. Auweia. Und es geht weiter. Der Ladebildschirm, das dauert immer ein ganz klein wenig, aber naja gut, da kann man sich auch dran gewöhnen. Ansonsten ist das Spiel umsonst, es kostet nichts, ihr könnt es euch im App Store runterladen und für zwischendurch finde ich ein sehr, sehr schönes Spiel. Oh, und da sitzt der Big Boss. Und da hatte jemand oder hat jemand Geburtstag? Ganz kurz zur Erklärung. Ihr seht ganz oben rechts eine Lupe und eine Glühbirne. Wenn wir Glühbirnen haben, bekommen wir einen Tipp, was wir als nächstes tun müssen oder können. Die Lupe, kann ich jetzt auch mal zeigen, ist für Hinweise. Können wir bekommen, indem wir uns Videos ansehen. Was wir jetzt aber nicht machen. Die Glühbirnen bekommt man zwischendurch, glaube ich, im Spiel einfach. Ich drücke jetzt mal hier auf das nette Pinata. Was macht er jetzt? Okay, erstmal seine Brille richten. Alles klar, wir versuchen es nochmal. Okay, alles klar, eine auf Karate geht. Okay, das hat nicht funktioniert. Wie wär's denn mit dem Happy Birthday-Schild? Auch das nicht. Also, kurz nochmal zur Info. Wenn ihr... So wie jetzt bei dem Happy Birthday, da ist nur ein kleiner weißer Punkt, da passiert dann nichts. Also da könnt ihr keine Aktion starten oder Interaktion starten. So, genau. Wenn ihr aber so wie hier einen größeren Kreis, weißen Kreis habt, dann habt ihr die Möglichkeit, eine Interaktion zu machen.
So, da können wir nichts machen. Dann drücken wir mal, na, die Flaschen auch nicht. Was haben wir hier? Ah, okay. So, da ist wieder der rote Punkt. Schwupps, und er ist auch wieder weg. Dann schauen wir doch mal weiter. Der gute Mann repariert etwas. Allerdings sollte er sich, glaube ich, mal die Hose ein bisschen hochziehen. Das ist ja nicht so schön. Das war der rote Punkt. Irgendwie verschwindet der immer wieder. Ich nehme auch mal an, wir kommen hier nicht dran vorbei, weil dann sonst der Chef sagt, nee, ist nicht. Okay. Da können wir nichts machen. Oh, war ja. Ja, das dachte ich mir schon. Können wir denn hier was mit dem guten Mann? Ah, okay, da können wir uns hinter dem... Schlag mich tot. Ich weiß es nicht, was er da repariert. Ich kann es ehrlich gesagt nicht genau erkennen. Irgendein Gerät auf jeden Fall. Okay, da können wir uns hinter verstecken. Und hier ist ein Besen. Ich vermute mal, den können wir uns schnappen. Ja, natürlich. Der passt auch in die Taschen, den Besen. Nun ja. Dann drücken wir mal auf den Lichtschalter. Gut, okay, das möchte er momentan noch nicht. Jetzt gehe ich doch mal stark davon aus, dass wir den Besen mit dem Pinata verbinden können. Was wir jetzt auch einfach mal probieren. Okay. Ja, was haben wir denn da? Süßigkeiten. Oder aber ein Gummihammer. Ich kenne es nur mit Süßigkeiten. Okay, da gibt es einen Gummihammer. Auch mal was Neues. Dann gehen wir mal wieder zurück. Und jetzt würde ich gerne mal probieren, weil ich denke mir mal, dass es so sein wird, den Gummihammer auszutauschen gegen seinen Hammer. Oh, jetzt aber schnell. Warum machst du das denn nicht? So, jetzt. Klasse! Okay, super. Naja, der gute Mann scheint das irgendwie nicht zu merken, dass er da mit dem Gummihammer... Also lassen wir ihm seinen Spaß und testen nochmal hier hinten die Sicherung oder Lampe, was auch immer. Alles klar, okay. Oder wir machen sie kaputt. Was können wir denn jetzt machen? Jetzt drücken wir mal da drauf. Ach, du liebes Bisschen. Oh, ich glaube, ich verstecke mich mal schnell. Oh, jetzt ist der Chef aber sauer. Eieiei. Ja, es war trocken. Ich glaube aber, ich schleiche mich jetzt mal, bevor der wiederkommt, muss ich hier irgendwo hin. Ah, jetzt schon. Oh, schnell weg. Bevor der Chef uns sieht. Der muss sich erstmal trocken föhnen. Ah, und da ist er wieder, unser roter Punkt. Ah, ich glaube, der zeigt uns vielleicht immer, wo wir hin müssen. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. So, hier haben wir einen Aufzug. Und was ist das hier? Ein Treppenhaus, oder? Was macht der da? Ah, okay. Nein, okay, das scheint ihm nicht ganz geheuer zu sein. Das möchte er nicht. Vielleicht, na, dann nehmen wir vielleicht doch lieber den Aufzug. Ja, das sieht doch mal gut aus. Und abwärts. Ach du liebes Bisschen. Okay. Super. Der Aufzug ist kaputt. Na ja, dann gucken wir jetzt erstmal, dass wir hier wieder rauskommen. Oh, das sieht aber alles nicht so gut aus. Ich vermute mal, wir müssen jetzt irgendwas machen. Muss ich hier auf... Nee, okay. Dann... Ah, okay. Und da kommen wir auch schon zu einem kleinen Rätsel. Ja, was wir jetzt lösen müssen. Jetzt muss ich aber mal schauen. Ein Schloss. Dann haben wir, glaube ich, Regentropfen, einen Mond, ein Männchen und ein Huhn. Ja, jetzt blicke ich aber ehrlich gesagt nicht so ganz dahinter. Aber wir probieren jetzt einfach mal unser Glück und schauen mal, ob wir das Rätsel lösen können. Ich lasse jetzt einfach mal oben den Stern. Dann würde ich jetzt einfach mal... Nehmen wir mal den Schlüssel. Also das ist jetzt auch gut Glück. Ich mache jetzt einfach mal. Dann haben wir hier einen Wassertropfen.
Okay. Wir haben es geschafft. Ja, durchklicken. Okay, das war jetzt also wirklich Glückssache. Hast du Spaß mit dem Office Quest? Das haben wir, aber wenn wir da jetzt drauf drücken, vermute ich mal, muss ich eine Bewertung abgeben, was wir ja jetzt nicht möchten. Also drücken wir erstmal auf Nein. Oh nein, bitte kontern. Ja, aber das möchten wir jetzt nicht. Und wir haben es geschafft. So, was sehen wir? Eine Fliege. Da scheint irgendein Kaffeeautomat zu sein, eine Lampe und hinten irgendwie so eine Art Bild. Oh, wo ich schon wieder vermute, dass das irgendein Rätsel ist. Wir genehmigen uns erstmal einen Kaffee. Ja, oder auch nicht. Kaffee bitte. Ach so. Ja, gut. Oder wir nehmen uns halt Peperoni. Das können wir natürlich auch. Ja, Kaffee ist wahrscheinlich heute nicht im Angebot. Nein? Okay, alles klar. Was haben wir denn hier? Okay, da kommt er nicht dran. Ja, dann schauen wir mal weiter. Dann drücken wir mal auf die Lampe. Alles klar, er hat die Erleuchtung. Okay, jetzt haben wir also die Chilischote, Peperoni, sucht euch was aus und einmal die Glühbirne. So, dann drücken wir einmal auf das nette Bildchen. Oh ja, wunderschön. Und da haben wir noch ein Rätsel, was wir lösen müssen. Oh Mann, in sowas bin ich ja immer besonders gut. Ich hoffe, das klappt jetzt auch auf Anhieb so wie vorhin, was ich nicht glaube. Ah, das sieht doch... Und ich... Krieg das nicht hin. Oh Mensch, das gibt's doch gar nicht. Ach, jetzt Gott sei Dank. Ah, Jemine, das war aber jetzt eine schwere Geburt. So, können wir denn hier noch was machen? Ja, natürlich. Jetzt, ach du liebes Bisschen, und ein Tresor. Ja, ja, ja. Da wollen sie natürlich wahrscheinlich auch einen Pin für haben. Ja, natürlich. Den weiß ich aber leider Gottes jetzt irgendwie gerade nicht. Steht er auf dem Bild? Ach du meine Güte. Okay. 1, 2, 3, 4, 5 Möhren. 4 Schweinchen. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vögel und... Okay, ich versuche das jetzt mal. 1, 5, 4, 6. Ich habe keine Ahnung. Wir probieren es einfach mal aus. So. 1, 5. Nein! Kann man das wieder rückgängig machen? Ich werde wahnsinnig. Nein, nochmal. Mensch, ich mit meinen kleinen Wurstfingern hier. Schon wieder. Menschenskinder. So. Ah, wunderbar. Oh, da haben wir aber Hot Chili. Und jetzt sehe ich gerade an dem Kaffeeautomaten Chili plus Chili gleich... Vermutlich Kaffee. Also, probieren wir jetzt einfach mal unser Glück, uns einen Kaffee zu holen. Hallo? Ich hätte gern einen Kaffee. Ja, da sind keine mehr drin. Die habe ich ja schon rausgenommen. So, hier. Kaffee bitte. Ah, okay. So. Ja. Achso, müsst ihr noch mitnehmen. Ja, das sollte man mal tun, ne? So, jetzt haben wir... Eine Glühbirne und Chili-Kaffee. Wozu auch immer. Und die Fliege fliegt da oben auch noch rum, aber ich glaube, da kann man noch nicht viel machen. Ja. Nee, das ist das Bild. An die Fliege kommt er nicht dran. Dann gehen wir jetzt einfach mal... Ah, da geht es, glaube ich, weiter. Oder auch nicht. Hallo? Geh doch mal. Ah, da sitzen die ganzen Kollegen. Na, die sehen ja alle lustig aus.
Okay, ich glaube, das vorne ist eine Ananas. Was ist das da vorne? Was soll das sein? Ein V oder so? Ein Strauß. Ein Schweinchen, eine Möhre und ein Hase. Ah, okay, alles klar. So, was haben wir denn hier? Okay, irgendein Wurm. Oh, war ja, okay. Was ist das hier? Ach, du liebes Bisschen. Okay, Ventilator und ich habe keine Ahnung. Ach, du meine Güte. Oh Gott, ich glaube, wir müssen irgendetwas mit diesem Ventilator machen. Ach, du liebes Bisschen. Oh ja, wunderschön. Eieiei. Da verstehe ich gerade irgendwie null. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal noch um. Was haben wir denn hier? Ich klicke jetzt einfach mal. Ah, okay, da versteckt er sich. Alles klar. Was kann ich denn jetzt? Krabbeln wir mal zum Chef. Der hat ihn den Wurm da hingelegt. Okay. Oh nein, auf seinen Witcher. Okay. Oh, ist das eklig, ey. Na, den wollte ich dann auch nicht mehr haben. Aber den können wir uns jetzt, glaube ich, schnappen. Ja, wunderbar. Jetzt haben wir zumindest den Lolli. Und ich vermute, jetzt gehe ich doch mal, jetzt mache ich doch mal ganz schlau. Ich tausche jetzt mal den Kaffee aus. Oh Gott, der Arme. Oh nein. Okay. Oh nein. Okay. Ja gut, ich glaube, wir müssen noch mal... da ist noch eine Tasse. Ich glaube, wir müssen noch einen holen. Okay, kriechen wir mal zurück. Okay, aber was wir da mit dem Lolli machen, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir holen jetzt noch mal Kaffee. Und damit das Video auch nicht zu lang wird, würde ich sagen, beenden wir das Ganze auch mal. Ich hole jetzt nur noch einmal Kaffee, damit wir wissen, tausche ich den noch mal aus. So, hier noch mal leckeren Kaffee. Wunderbar, den nehmen wir mit. Na? So. Jetzt gehen wir da nochmal hin. Und jetzt möchte ich mal gerne den Kaffee hier austauschen. Tausch das jetzt aus. Schwups. Oh, der freut sich jetzt. Oh nein, okay. Oh nein, und er hat... Oh, klasse. Okay. Okay, dann schnappen wir uns das Ding jetzt. Ja, nimm das mit. Alles klar, okay. Ja gut, Leute. Ich würde sagen, ich mache jetzt auch mal langsam Schluss, damit das Video auch nicht zu lang wird. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über einen Daumen hoch, Abo und Kommentare freuen. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich das Spiel weiterspielen soll an dieser Stelle oder ob euch die Vorstellung alleine schon reicht und ihr möchtet das selber vielleicht einfach mal ausprobieren. Und ansonsten, ja, sage ich mal, bis bald. Tschüss!